Ukrainische Soldaten kämpfen in der Donbass-Region. Mit im Einsatz sollen auch polnische Panzer sein. Schon in den ersten Monaten des Krieges hat Polen bis zu 240 solcher T-72-Panzer und mehrere Dutzend gepanzerte Fahrzeuge an die Ukraine geliefert, so polnische Quellen. Dafür sollte Polen auch Waffen aus Deutschland bekommen im Ringtausch. Doch es hakt aus polnischer Sicht. Leider ist diese Diskussion an einem toten Punkt angelangt. Es gibt kein reales Angebot, das man in Erwägung ziehen könnte. Auch die deutsche Opposition kritisiert das Vorgehen der Ampel. Es ist die Enttäuschung der mittel- und osteuropäischen Staaten, die zu wenig und auch zu spät bekommen. Ich kann nicht als Polen 300 Kampfpanzer liefern und dafür ein verstecktes Angebot Deutschlands gestreckt über 2 Jahre zu bekommen, über 20 Kampfpanzer Leopard. Das ist unverhältnismäßig und bricht jedes Vertrauen. Ein Ringtausch wird neben Polen mit weiteren Ländern verhandelt, mit Tschechien, der Slowakei, Slowenien und Griechenland. Der bisherige Erfolg? Überschaubar. Aus dem Verteidigungsministerium heißt es, bis jetzt ist noch kein Ringtausch vollzogen. Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit unseren Partnern. Doch selbst innerhalb der Regierung scheint es großen Gesprächsbedarf zu geben. Ja, der Ringtausch macht Sinn, aber wenn er nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, dann muss man auch mutig sagen, Leute, dann lassen wir es und liefern direkt an die Ukraine. Kritiker warnen, die Abstimmungsschwierigkeiten könnten bei Bündnispartnern zu einem Imageverlust führen.